Heute wollen wir uns den biblischen Bericht über König Asa in 2. Chronik 14 etwas genauer anschauen. Und darin gibt es ein geistliches Prinzip für uns heute zu entdecken. Am Anfang heißt es dort: Er tat, was gut und recht war in den Augen des Herrn seines Gottes. König Asa tat, was gut und recht war. Und doch kommt es zu dieser Situation, dass der Feind sich in großer Stärke gegen ihn positioniert. Die Bibel beschreibt uns das, dass der Feind mit 1000 mal 1000 Mann und 300 Wagen sich aufgemacht hatte, um gegen König Asa zu kämpfen. Das ist schon eine große Stärke, die sich gegen ihn gestellt hat. Vielleicht hast du gerade jetzt auch in deinem Leben eine Herausforderung, wo du sagst, ja, genau so empfinde ich das auch. Der Feind hat sich mächtig gegen mich gestellt. Die Herausforderungen und Bedrängnisse für uns heute haben vielleicht andere Namen. Jobverlust, finanzielle Herausforderungen, Beziehungsschwierigkeiten, die sich nicht einfach so auflösen. Es gibt viele Dinge, die der Feind unserer Seele, so sagt die Bibel es, gegen uns stellt. Es gibt viele Namen für Herausforderungen, wo der Feind sich gegen uns positioniert. Die Bibel spricht davon, dass er ein Menschenmörder ist von Anfang an. Was ist da zu tun, wenn der Feind so stark und so mächtig ist? Bei König Asa lesen wir, dass er selbst auch nicht schlecht aufgestellt war. Nämlich, er hatte ein Heer von 300.000 Mann aus dem Stamm Juda und 280.000 Mann aus dem Stamm Benjamin. Und es heißt dort, alles waren tapfere Krieger. Und doch, Asa verlässt sich hier nicht auf diese menschliche Stärke. Asa verlässt sich nicht auf die Stärke seiner tapferen Krieger, sondern er sucht diesen direkten Weg zu Gott. Er tat, was recht und gut war in den Augen des Herrn, seines Gottes. Das heißt, er sprach mit Gott und er betete und er sagte: Herr, keiner außer dir kann den Schwachen gegen die Mächtigen helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir vertrauen allein auf dich. In deinem Namen sind wir gegen dieses riesige Heer in die Schlacht gezogen. Du, Jahweh, bist unser Gott. Kein Mensch kann gegen dich bestehen. Das war das, was Asa im Gebet formulierte, wo er sich an Gott wandte, wo er sagte: Herr, du bist allein der Starke. Du bist allein der Mächtige. Du bist allein der, der uns hier in dieser Auseinandersetzung helfen kann. Du bist der, der uns den Sieg geben kann über den Feind. Und das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Wenn du ein gläubiges Kind Gottes bist, wenn der Heilige Geist in dir lebt, wenn du verbunden bist in dieser Beziehung zu Jesus, dann kannst du genauso beten und sagen: Heiliger Geist, zeig mir die Strategie. Jesus, du bist mächtig in meinem Leben. Du kannst einen Ausweg für mich schaffen aus der Situation, in der ich hier in diesen Bedrängnissen bin. Du wirst mir den Sieg schenken. Ich strecke mich aus nach dir. Ich tue das, was du sagst, was für mein Leben richtig ist. Und du kannst dich darauf verlassen, dass Gott mit dir ist, dass Gott für dich ist, dass er dir in deinen Kämpfen, in deinen Auseinandersetzungen, in deinen Herausforderungen helfen wird. Der Heilige Geist ist ein Geist der Weisheit und des Rates und er wird dich leiten in den Herausforderungen, in denen du gerade stehst. Er wird dir einen Weg ebnen, den du gehen kannst. Und ich möchte dich ermutigen, dich ganz neu anzudocken an den Herrn, deinen Gott, und zu sagen: Herr, du bist der, der dem Schwachen aufhilft und du wirst mir Sieg geben. Gott hat mehr für dich.